Hallo, ich zeige Ihnen jetzt, wie man in der Lexware Warenwirtschaft Lohnleistung anlegen kann. Man hatte die Möglichkeit, neben Artikel auch Lohn- und Nebenleistung anzulegen und das tun Sie unter Verwaltung, Leistungen und hier gibt es die beiden Punkte Lohnleistung, Nebenleistung. Wir wollen zuerst die Lohnleistung anlegen, deswegen auf Lohnleistung. Wir haben hier diese Maske für die Lohnleistung. Wir haben hier oben die Möglichkeit, eine neue Lohnleistung anzulegen, einen Eintrag bearbeiten, also wenn wir schon eine Lohnleistung angelegt haben, einen Eintrag duplizieren, das heißt sozusagen kopieren, einen Eintrag zu löschen oder die Liste nach Excel zu exportieren. Ich will erst einen neuen Eintrag anlegen, also neuer Eintrag. Kommen wieder Lohnleistungsnummer, lassen wir die 1, Matchcode, hier nehme ich dann das, was Sie auch in der Kurzbezeichnung reinschreiben, Monteurstunde, Einheit ist Stunde. Kurztext ist auch Monteurstunde. Und Langtext könnte man jetzt hier reinschreiben, nochmal eine Spezifikation, was genau damit gemeint ist. Langtext lasse ich einfach weg. Man kann hier auch Lohnleistungen inaktiv machen, wenn man diese Lohnleistung nicht mehr braucht. Ich gehe auf Weiter. Hier sind im Endeffekt die Konten der Buchhaltung hinterlegt. Wir haben einen Kontenplan SKA03. Deswegen haben wir einmal bei Umsatz im Endeffekt mit 19% Umsatzsteuer die 8.400. Einkauf werden wir von Waren sicherlich nicht haben. Lassen wir trotzdem alles so. Wir gehen weiter. Und hier können wir jetzt oben hier reinschreiben, der Verkaufspreis, was wir also die Stunde für den Monteur nehmen. Ich kann hier im Endeffekt die Nettokosten eintragen, was mich der Monteur in der Stunde kostet. Oder ich kann es hier unten kalkulieren. Ich kann also sagen, was diese Stunde für mich kostet. Wenn ich das nicht genau weiß, kalkuliere es einfach mal. Ich mache es jetzt mal am Beispiel. Der Monteur kostet mich 15 Euro die Stunde, Mittellohn. Wir haben 50% Lohnnebenkosten. Ich habe 20% Gemeinkosten. Kommen wir auf einen Selbstkostenpreis von 27 Euro. Ich will mindestens 50% Gewinn machen. Und Rabatt geben wir höchstens 10%. Und Kundenskonto können wir 5% nehmen und ich hätte einen Verkaufspreis für die Stunde von 47,37. Wenn ich kalkulierten Verkaufspreis übernehme, kriege ich wieder die Abfrage, ob ich es wirklich übernehmen will. Sorry. Trage hier ein. Kosten sind im Endeffekt, die mir entstehen, sind die Selbstkosten von 27 Euro. Die kann ich hier oben eintragen. Also die Selbstkosten finden Sie hier in der Berechnung. Und dann brauche ich das nur noch abspeichern. Und ich habe meine erste Lohnleistung angelegt. Die können Sie hier auch wieder durch Doppelklick wieder bearbeiten, falls Sie irgendwas nochmal ändern wollen. Das war's schon. Vielen Dank.